Hey Leute, mein Name ist Epic Stun und mit dabei ist heute Kata. Hallo! Oh, und schau mal, Kata, wir spielen hier einen wirklich richtig, richtig coolen Spitzhacken-Simulator. Wir werden eine wirklich richtig, richtig coole Spitzhacke bekommen. Und schau mal, wenn wir zum Beispiel einfach mit der Spitzhacke schlagen, dann bekommen wir auf jeden Fall eine richtig viel Stärke. Sehr nice. Jetzt habe ich schon 15 von 15 Stärke. Das bedeutet, ich kann das auf jeden Fall verkaufen. Dafür bekomme ich ein bisschen Geld. Und mit dem Geld kann ich meine Spitzhacke upgraden und auch eine mehr Stärke dazu bekommen. Das ist wirklich so nice. Moment mal. Dann hier vorne wieder verkaufen bei der Bank. Und zack. Oh, ich habe schon 110 Geld. Und Moment mal. Hier vorne ist das Geschäft. Hier kann ich meine Spitzhacke auch upgraden. Oh, das ist sehr nice. Ich hätte gern die Spitzhacke hier. Oh, Gatta. Ja, bitte. Ich habe eine richtig coole Holzspitzhacke. Oh, wie cool die aussieht. Und damit, naja, mache ich noch viel, viel, viel mehr Stärke. Moment mal. Das kann ich wieder verkaufen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ein paar Steinchen abbauen, dann bekommen wir noch schneller Stärke dazu. Das klappt richtig, richtig gut. Okay. Ich brauche jetzt auf jeden Fall, naja, 300 Geld. Damit könnte ich mir die neue Spitzhacke kaufen. Aber warte mal. Ich glaube, ich sollte auch meine Stärke ein bisschen upgraden, damit ich mehr tragen kann. Tatsächlich. Für 65 Geld kann ich das upgraden. Jetzt kann ich schon 300 Stärke neu bekommen. Sehr nice. So und so. Sehr gut. Dann kann ich hier auf jeden Fall den Stein abbauen. Das klappt richtig doll gut. Und umso mehr Stärke wir haben, umso höher können wir springen. Und dann können wir ganz nach da oben auf die Inseln hoch. Das wäre sehr nice. Hallo Katja, du hast schöne Schüchchen an. Das klappt richtig doll gut. Bitte ganz viel Stärke, bitte ganz viel Stärke. Und gleich habe ich 300 Stärke. Das kann ich wieder alles verkaufen. Dann habe ich richtig doll viel Geld. Und zack. So, bitte das alles verkaufen. Jetzt habe ich 330 Geld. Und damit kann ich mir die nächste bessere Spitzhacke holen. Bitte die Steinspitzhacke holen. Und zack. Okay, die Spitzhacke danach kostet 675 Geld. Das klappt wirklich richtig doll gut. Jetzt habe ich hier die coole Steinspitzhacke und kriege hier wirklich richtig doll viel Stärke. Das ist ja wirklich so cool. So und so und so. Ganz viel Stärke insgesamt. Dann kann ich hier alles wieder verkaufen gehen. Oh, das macht wirklich so doll viel Spaß, Kater. Und wenn wir genug Geld haben, könnten wir uns auch süße kleine Haustierchen holen. Oh, sehr nice. Und bestimmt könnten wir auch noch mal einen anderen Stein abbauen insgesamt. Oh, das ist eine gute Idee. Das stimmt. Moment mal. Hier draußen rum sind doch mehr Steine. Moment mal. Was passiert, wenn ich die Steine hier abbaue? Oh, zack. Ich bekomme besonders viel Geld, wenn ich einen kompletten Stein abbaue. Wie cool ist das denn? Okay, dann baue ich auf jeden Fall die Steine hier ab. Die brauchen auf jeden Fall 25 zum Abbauen. So und so. Und dadurch bekommt man richtig doll viel Geld. Okay, dann baue ich auch den Stein hier ab. So und so. Moment mal. Meine Tasche ist voll. Sehr nice. Und ich kann jetzt auf jeden Fall upgraden. Dann würde ich sagen, ich upgrade zuerst mal meine Tasche noch ein bisschen. So, bitte alles kaufen. Jetzt kann ich auf jeden Fall 2000 Stärke näher haben. Das ist nice. Oh ja, okay, da baue ich hier auf jeden Fall weiter die Steinchen ab. Dafür bekommt man wirklich richtig viel Geld. Das ist wirklich super duper gut. Und zack, das wurde auch alles abgebaut. Dann baue ich den Stein hier auch ab. So und so. Das klappt wirklich sehr gut, Katja. Und warte mal, wie viel Stärke kannst du schon haben? Ich habe jetzt auch 1000. Oh, das ist sehr nice. Moment mal. Ich könnte hier auch diese Kohlesteine mehr abbauen, aber dafür brauche ich mehr Stärke. Dafür brauche ich 1000 Stärke. Wow, das ist ja richtig doll viel insgesamt. Okay, dann baue ich den Stein hier noch ab. Dann kann ich die Steinchen hier auch alle abbauen. Ich habe gleich 2000 Geld insgesamt. Oh, sehr gut. Oh ja, okay. Dann baue ich den Stein hier natürlich auch ab. So und so und so. 500 Stärke habe ich jetzt auch gerade. Wenn ich das alles verkaufe, bekomme ich auch wieder richtig viel Geld. Und dann könnte ich meine Spitzhacke upgraden. Oder vielleicht könnte ich mir auch ein kleines Tierchen holen. Das wäre auch cool. Wie kostet denn ein Tierchen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Dann kann ich den Stein hier noch abbauen. Oh, das klappt richtig doll gut. Und Moment mal, hier vorne kann ich Obsidian abbauen. Dafür brauche ich aber 500.000 Stärke. Oh, das ist ja wirklich richtig, richtig doll teuer. Okay, dann würde ich sagen, ich gehe erstmal alles verkaufen. Dafür bekomme ich auch wirklich richtig doll viel Geld. Und dann kann ich auf jeden Fall mir noch ein paar mehr bessere Spitzhacken holen. So, bitte alles verkaufen. Jetzt habe ich fast 4.000 Geld und neue Spitzhacken insgesamt. Oh, sehr nice. So, bitte kaufen. Und jetzt habe ich eine Eisenspitzhacke. Wie cool ist das? Was denn? Die habe ich auch. Ah, sehr gut, Kater. Und ich bekomme wirklich richtig doll viel Stärke dazu. Und ich kann hier die Steine so, so schnell abbauen. Das klappt wirklich richtig doll gut. Da kann ich den Stein hier abbauen. Und zack, das hier wird auch abgebaut. Jetzt habe ich gleich wieder 3000 Geld. Und ich sollte auf jeden Fall meine Stärke noch ein bisschen mehr upgraden, damit ich noch mehr Stärke bekommen kann insgesamt. Und Moment mal, Kater. Ich habe eine neue Spitzhacke. Oh, das ist sehr nice. Das hier kann ich alles verkaufen. Jetzt habe ich fast 4000 Geld. Dann würde ich sagen, ich baue hier auf jeden Fall noch ein paar mehr Steinchen ab. Moment mal.
das Steinchen wird abgebaut. Die Edelsteine hier sammle ich auch ein. Denn für die Edelsteine kann man sich kleine süße Tierchen kaufen. Das wäre so süß. Und Karte, wie viele Edelsteine hast du schon? Erst 200. Und du? Oh, ich habe 280. Wir bauen insgesamt 1000. Da könnten wir uns ein kleines süßes Haustier holen. Und hier hinten sind auch Edelsteine. Das ist tipptopp. Und hier sind auch richtig viele weitere Steinchen. Moment mal, kann ich den schon abbauen? Nein, den kann ich noch nicht abbauen. Okay, dann sammle ich hier auf jeden Fall alles ein. Den Stein hier kann ich auch aufsammeln. Sehr nice. So, bitte das auch abbauen. Das klappt wirklich richtig, richtig doll gut. Und hier die ganzen Edelsteine bitte mitnehmen. Oh, sehr nice. Und Moment mal, Kater. Ich habe wirklich schon richtig, richtig viel Geld. Ich könnte auf jeden Fall meine Stärke doch ein bisschen mehr upgraden. Und da kann ich auch die besseren Steinchen hier abbauen. Oh, sehr nice. Moment mal, hier vorne ist noch ein anderer Stein, nämlich Sandstein, den kann ich auch abbauen und dafür bekomme ich hier richtig doll viel Geld. Okay, warte mal. So, ich verkaufe alles, was hier im Inventar ist. Dann kann ich hier mein Inventar auch ein bisschen upgraden. So, bitte alles holen. Jetzt kann ich auf jeden Fall 10.000 Stärke bekommen. Das ist so nice. Jetzt kann ich hier noch mehr Sandstein abbauen und dadurch bekomme ich wirklich tipptopp viel Geld insgesamt. Oh, sehr nice. Okay, dann baue ich hier auf jeden Fall die ganzen Sandsteinis ab. Moment mal, das sammle ich auch auf. Jetzt habe ich schon 500 Edelsteine. Und mit 1000 Edelsteinen kann ich mir das erste Haustierchen holen. Sehr nice. So, bitte die ganzen Sandsteine abbauen. Jetzt habe ich gleich schon 2000 Stärke. Das wirkt nicht so cool. Und wenn ich noch stärker bin, dann kann ich noch bessere Steinis abbauen. Okay, das wird alles aufgesammelt. So und so und so. Das auch. Und das hier wird auch aufgesammelt. Das klappt wirklich richtig doll gut insgesamt. Und warte mal, hier die Eisensteinchen, die kann ich mit 3000 Stärke näher abbauen. Oh, ich habe 3000 Stärke. Das bedeutet, ich kann die abbauen insgesamt. Wow, und ich bekomme wirklich so doll viel Stärke dazu. Und richtig viel Geld. Oh, hallo Kater. Wir bauen den gleichen Stein hier ab. Das ist sehr nice. So und so bitte alles hier abbauen. Und wenn wir den Stein abgebaut haben, kriegen wir richtig, richtig doll viel Geld. Und zack. Wow, ich habe so doll viel Geld bekommen. Dann können wir den Stein hier auch zusammen abbauen. Oh, das klappt richtig doll gut. Und warte mal, du hast doch wirklich eine richtig doll coole Spitzhacke hier insgesamt. Dankeschön. Sehr nice. Okay, da baue ich auf jeden Fall den Stein hier noch ab. Dann kann ich meine ganze Stärke wieder verkaufen. Und dann kann ich mir auch bald ein kleines süßes Tierchen holen. Okay. So und so und so. Der Stein ist gleich abgebaut. Und zack, und zack, und zack. Oh, ich habe richtig so viel Geld bekommen. Okay. Und Moment mal. Ich habe 1000 Edelsteine. Das bedeutet, ich kann mir ein süßes Tierchen holen. Okay, okay. Dann würde ich sagen, ich gehe erstmal meine ganze Stärke verkaufen insgesamt. Und da hole ich mir ein süßes Tierchen. Und durch das Tierchen bekomme ich noch mehr Stärke. Das ist sehr nice. Okay. Bitte alles verkaufen insgesamt. So. Dann würde ich sagen, ich öffne das Ei hier. So. Bitte öffnen insgesamt. Oh, ich bin so gespannt, was rauskommt. Und, oh, ich habe einen Bär bekommen. Wie süß der aussieht. Richtig doll nice. Moment mal, jetzt kann ich hier zu Haustieren hingehen. Den kann ich jetzt ausrüsten und ich bekomme 1,3 mal mehr Stärke, 1,3 mal mehr Geld und 1,3 mal mehr Edelsteine und ich habe einfach einen süßen kleinen Bär bei mir. Oh, sehr nice. Das ist wirklich so cool. Okay, dann würde ich sagen, ich sammle wieder ein bisschen Stärke und da kann ich auch wirklich richtig, richtig doll starke Steine abbauen insgesamt. Oh, sehr nice. Okay, Moment mal, Kater. Ich habe gerade 163.000 Geld. Jetzt kann ich meine Spitzhacke upgraden. So, bitte upgraden. Oh, wie cool ist das denn? Moment mal, jetzt habe ich auch so einen kleinen Holzhammer. Und was hast du für eine Spitzhacke, Kater? Ich habe den hier. Ich weiß nicht ganz, was das ist. Ich glaube, wir haben fast denselben. Oh, wie cool ist das denn? Okay, damit können wir auf jeden Fall noch richtig, richtig doll schneller eine Stärke dazu bekommen. Das klappt wirklich so doll gut. Moment mal. Wenn ich 5000 Stärke habe, kann ich gleich den Stein hier abbauen. So und so, bitte noch mehr Stärke. Und wir können unsere Spitzhacken wirklich so doll gut upgraden. Und au, der hat mich weggeschnitten. Schnetzelt. Oh, fies. Moment mal, Kater. Ich bin hier auf jeden Fall ein bisschen nach oben gesprungen. Und hier oben ist schon die nächste Insel. Und ich habe hier einfach einen goldenen Stein gefunden. Den kann ich abbauen. Und da bekomme ich richtig, richtig viel Geld dadurch. Moment mal. Der goldene Stein wird abgebaut insgesamt. Wie cool ist das denn? Und doch, bis man den komplett abgebaut hat, dauert das hier wirklich richtig, richtig lange. Ach, Mann. Okay. Dann würde ich sagen, ich springe auf jeden Fall noch ein bisschen weiter nach oben. Hier ist auch wieder ein goldener Stein. Oh, das ist so nice. Dann ist hier noch eine kleine Insel, wo ich wieder drauf springen kann. Moment mal. So, und so, bitte hier drauf springen. Und gleich bin ich schon hier oben bei der nächstgrößeren Insel. Oh, wie cool ist das denn? Dann geht es hier drauf insgesamt. Und bitte nach oben, bitte nach oben. Und zack, ich bin im neuen Level. Ich habe eine neue Insel entdeckt. Sehr nice. Sehr nice. Dann hat man hier auf jeden Fall eine Kiste. Da kann ich auf jeden Fall ein bisschen Geld rausbekommen. Dann hat man hier noch ein bisschen Stein. Oh, den kann ich auch abbauen. Man hat hier einfach Silber. Oh, und man hat hier neue Haustierchen. Aber die kosten 6000 Edelsteine. Das ist richtig doll teuer. Okay, dann würde ich sagen, ich baue hier auf jeden Fall die Steinchen noch ein bisschen ab. Und
Und da gehe ich auf jeden Fall meine ganze Stärke verkaufen. Und da kann ich mir eine neue Spitzhacke holen. Das wirkt nicht so cool. So und so und so. Ich habe gerade 57.000 Stärke. Das ist tipptopp. Okay, Moment mal. Mein Inventar ist auf jeden Fall voll. Jetzt kann ich mich hier in die Rakete setzen und mich nach unten teleportieren. Da kann ich hier auf jeden Fall bei der Bank alles verkaufen. Jetzt habe ich 130.000 Geld. Und Moment mal. Ich kann mir die nächsten Spitzhacken holen. Und bitte holen. Oh, wie cool ist das denn? Moment mal. Jetzt habe ich diese Spitzhacke hier. Und dadurch mache ich einfach noch viel mehr Stärke insgesamt. Die Stärke kann ich wieder verkaufen. Und warte mal, wie viel kostet die nächste Spitzhacke? Die kostet 96.000 Geld. Okay, okay. So und so und so. Bitte 96.000 Geld insgesamt. Oder kann ich mir die nächste Spitzhacke holen? Sehr nice. Und warte mal, Katja. Ich sammle hier auf jeden Fall noch ein paar Edelsteine ein. So und so. Und da würde ich sagen, ich hole mir ein neues Tierchen insgesamt. Und ich kann auf jeden Fall meine Stärke auch verkaufen. Und da kann ich mir eine neue Spitzhacke holen. Oh, das ist wirklich so nice. Okay, da kann ich hier vorne auf jeden Fall erstmal verkaufen. So, bitte verkaufen. Und eine neue Spitzhacke insgesamt. Okay, da kann ich mir die Spitzhacke hier holen. So, und die nächste Spitzhacke kostet 104.000 Geld. Oh, das ist ja richtig doll teuer. Und die Spitzhacke sieht ja wirklich richtig doll lustig aus. Oh, sehr nice. Okay, dann hole ich mir auf jeden Fall hier noch ein kleines süßes Tierchen. Süßes Tierchen insgesamt. Und ich bin so doll gespannt. Oh, ich habe eine Maus bekommen. Wie cool. Oh, süß. Die kann ich hier ausrüsten auch. So, jetzt habe ich zwei Haustierchen. Und durch die Haustierchen bekomme ich noch viel mehr Geld. Das macht wirklich so doll viel Spaß, Gatte. Wir haben hier wirklich richtig viele Steinchen abgebaut. Und unsere Spitzhacke ist auch wirklich schon richtig gut geupgradet. Oh, sehr nice. Oh, sehr gut. Und deine Spitzhacke sieht ja richtig cool aus. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Katja vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss.